Manche träumen nur, andere leben ihren Traum. Die Forscherin Katrin Altweg begleitete die Weltraummission einer Sonde von der Entwicklung bis zur Landung auf einem Kometen 20 Jahre später. Die Journalistin Lea Rieck kündigte ihren Job. Sie fuhr auf dem Motorrad allein um die Welt und lernte dabei viel über fremde Kulturen, ihre Menschen und sich selbst. Eine alleinreisende Frau zu treffen, das ist natürlich was sehr Exotisches. Und die Leute waren immer so, wow, was ist die, was tut die hier? Warum machst du das? Warum mache ich das? Gemacht? Warum musste es sein? Ich glaube, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin. Ich war damals so ein bisschen an einem Punkt der Stagnation. Ich hatte einen sehr guten Job, bin da nicht weitergekommen, hatte mich aber auf einen neuen Job beworben. Und in diesem Moment, als ich die Zusage bekommen habe, gemerkt, ich freue mich da gar nicht so richtig drüber. Und das war der Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt diese Reise um die Erde und ich nehme nicht diesen neuen Job an. Und ich fahre einfach los. Man ist einfach nicht Profi in einem Neuen und man kann nicht gut darin werden, wenn man es nicht irgendwann mal ausprobiert hat. Man kann auch nicht merken, ob diese Träume, die man hat, wirklich Träume sind, die sich zu leben lohnt, wenn man sie nicht mal ausprobiert hat. Was sagen uns die Sterne über unsere Träume? Ich halte nichts von Astrologie. Absolut nichts. Okay. Muss ich dich vielleicht enttäuschen. Aber gehen Sie wieder mal an einen dunklen Ort und schauen Sie sich die Sterne an. Und da beginnen Sie automatisch zu träumen. Was kannst du den Menschen raten, die Angst davor haben, sich festzulegen auf ein großes Thema, auf ein Lebensthema? Ich habe mich mal entschieden für Physik. Das brauchte wahrscheinlich etwas Mut. Ich war die einzige Frau und vor mir. Gab es da Widerstände? Es gab so den ungeraden Professor, der mir sagte, ich solle lieber Strümpfe verkaufen. Mein damaliger Chef hat mich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen würde. Dann kamen Vertreter der Schweizer Administration und haben meinem Chef gesagt, er solle sich das gut überlegen, eine Frau 50% für ein solches Projekt, das käme nicht gut. Um solche Dinge habe ich mich eigentlich nicht gekümmert. Das ist doch super. Einfach gemacht. Ja.